Das waren zwei, drei Überlegungen über Polynome, die wir brauchten, um zu verstehen, wie jetzt das CRC-Verfahren funktioniert. Denn wir sind ja immer noch an folgender Stelle. Wir hatten dieses Polynom, also wir sind wieder bei CRC. Wir hatten M verschickt, das war unsere Message. Die bestand aus zwei Teilen, der Fehlerteil hinten und so weiter. Und wir hatten G, unser Generatorpolynom. Und wir hatten da eventuell einen Fehler drin. Also M ist die Message, die wir eigentlich verschicken wollten. Ich kann ja nochmal das Beispiel von hier oben nehmen. Da. Und stattdessen verschicken wir ein Polynom, das ich mal MF nenne, wie M mit einem Fehler. Und das könnte zum Beispiel sowas sein. Hier ist was falsch und dann ist vielleicht hier auch noch was falsch. Also es gibt jetzt zwei Stellen, hier und hier, wo das Polynom anders ist, als es sein sollte. Und diese Stellen hier, wenn Sie jetzt mal überlegen, wir hatten doch schon so ein Verfahren, was quasi die Unterschiede zwischen Bits erkennen kann. Das war nämlich unser XOR. Das entspricht ja der Addition. Das heißt, die Stellen, an denen das unterschiedlich sind, wenn ich dafür jetzt 1 schreibe, hier und hier, und für alles andere schreibe ich 0, dann habe ich damit genau die Fehler markiert. Also dieses Ding könnte ich E wie Error nennen. Ist auch ein Polynom. Und tatsächlich, wenn ich die beiden addiere, das Ding mit dem Fehler, oder ich mache es mal andersrum, das ist, glaube ich, besser. Wenn ich die beiden hier addiere, M plus E, dann ergibt sich gerade mein Fehler. Also hier oben M ist das, was ich eigentlich verschicken wollte. Und an den Stellen, wo es einen Fehler gibt, addiere ich sozusagen im Geiste eine 1. Dadurch kippe ich immer das Bit um und dann kriege ich meinen Fehler. Also ich kann mir rein mathematisch vorstellen, dass der Fehler nichts weiter ist als eine Addition eines ganz bestimmten Fehlerpolynoms. So, und jetzt sind wir nämlich auch auf der Spur von dem, was tatsächlich passiert. Wir teilen ja unser Polynom durch g und als Rest kommt 0 raus. Das ist ja der Fall, von dem wir eigentlich wollen, dass es nicht eintritt. Aber nehmen wir mal an, das tritt ein. Also angenommen, MF hat bei Division durch G den Rest 0. Ich schreibe nochmal dazu in Klammern, das ist der böse Fall Römisch 1, also der, den wir eigentlich bei diesen vier Fällen vermeiden wollten. Ich habe ein fehlerbehaftetes Polynom, es kommt der Rest 0 raus. Das bedeutet ja, wenn MF ist durch G teilbar, also das heißt, G ist ein Teiler von MF. Und dieses MF, hier oben steht das ja noch, ist ja eine Summe von zwei anderen Polynomen, nämlich von M und E. Und jetzt kann ich wieder rechnen, wie mit ganzen Zahlen, wenn G ein Teiler von M und E ist und ich weiß ja, dass M so gebaut war, dass G ein Teiler von M war, dann muss G auch ein Teiler von E sein. Also, G ist ein Teiler von E. Das ist ganz wichtig. Was wir uns jetzt überlegt haben, ist, wenn der Fall 1 eintritt, dann kann er nur dann eintreten, wenn unser Generatorpolynom Teiler von dem Fehlerpolynom ist. Das bedeutet, wir können uns vorher schon überlegen, bei welchen Fehlerverteilungen wir keine Probleme haben werden, bei welchen Fehlerverteilungen der Fall Römisch 1 nicht eintreten kann. Andersrum ausgedrückt, der Fall Römisch 1 kann nur eintreten, wenn das Generatorpolynom, was wir ja festgewählt haben, ein Teiler von dem Fehlerpolynom ist. Wenn wir also das G so geschickt gewählt haben, dass es nicht Teiler von bestimmten Sorten Fehlerpolynomen sein kann, dann können diese Fehler uns auch keine Probleme machen. Ziel muss also sein, G so zu wählen, dass G
nicht Teiler von typischen Fehlerpolynomen ist. Und mit dem, was wir uns vorher überlegt haben, ist das jetzt ganz einfach. Wie sieht das Fehlerpolynom aus, wenn es einen Fehler gibt? Wenn es genau einen Fehler im ganzen Block gibt, dann ist mein Fehlerpolynom monom. Und das hatten wir ja gerade hingeschrieben. Das können wir ganz simpel dadurch verhindern, dass G selbst kein Monom ist. Also ich schreibe mal hin, 1. Einzelfehler, ein einzelner Fehler im ganzen Block. Monom, das können wir dadurch verhindern, dass G kein Monom ist. Wähle G so, dass G kein Monom ist. Und zwar nach dem, was wir da eben römisch 1 genannt hatten. Römisch 1. Zweite Sache, was ist denn, wenn ich zwei Bits falsch habe, die irgendwo verteilt sind? Also zwei Bits im Block, zwei Fehler. Wie sieht das Fehlerpolynom dann aus? Das Fehlerpolynom sieht dann so aus. X hoch i plus x hoch j. Denn das sind die beiden Stellen, wo es Fehler gibt. Es gibt zwei Bits, die falsch sind. Zum Beispiel sowas wie x hoch 20 plus x hoch 7. Dann wäre an der 20. und an der 7. Stelle ein Fehler gewesen. Und jetzt muss ich mich fragen, wie kann ich das hinbekommen, dass g nicht ein Teiler von solchen Polynomen ist? Und es stellt sich heraus, dass das auch ganz einfach ist. Ich kann nämlich hier zum Beispiel den kleineren von beiden ausklammern. Wenn g ein Teiler von diesem Ding wäre, die beiden sind teilerfremd, kann man sich überlegen, dann müsste g entweder Teiler von dem hier sein, das haben wir schon ausgeschlossen im ersten Schritt, oder von dem hier. Und um das hier hinzubekommen, braucht man einfach möglichst große Werte, bei denen das nicht passiert. Das ist genau das, was wir uns gerade in Römisch 5 überlegt haben. Also ich schreibe hier mal in Kurzform hin, lässt sich vermeiden, siehe Römisch 5. Also dadurch, dass wir eins von diesen ganz speziellen Polynomen wählen, für die genau das hier ja eben nicht eintritt. Deswegen hatte ich Ihnen da überhaupt von erzählt, von diesen komischen Polynomen, die nicht Teiler von sowas sein können. So, zwei Fälle sind vielleicht noch interessant. Das eine ist, das ist tatsächlich etwas, was in der Praxis gar nicht so oft benutzt wird, weil man es leider meistens nicht schafft, all diese Eigenschaften unter einen Hut zu bringen. Aber trotzdem ist es ganz interessant, das mal zu erzählen, weil wir nämlich die Überlegung uns schon gemacht haben. Wenn die Anzahl der Fehler, die auftaucht, ungerade ist in unserer Übertragung, in dem Block der Daten, der übertragen wird, völlig unabhängig davon, wie viele Fehler es sind, es reicht einfach, dass die Anzahl der Fehler ungerade ist, ja? Dann heißt das ja, dass ich unser Beispiel Römisch 4 von eben anwenden konnte. Denken Sie dran, dass durch Multiplikation mit x plus 1 ich das Ding immer gerade bekomme. Also ich schreibe das mal hin, ungerade Anzahl von Fehlern. Nicht möglich, wenn x plus 1 ein Teiler von g ist. Also wenn ich meinen g so gewählt habe, dass es x plus 1 ein Teiler davon ist. Denn, siehe Römisch 4, wenn x plus 1 ein Teiler von g ist, dann ist
und g ist ein Teiler vom Fehlerpolynom, dann ist x plus 1 ja auch ein Teiler vom Fehlerpolynom. Und dann muss es nach römisch 4 eine gerade Anzahl von Bits haben. Das heißt, es kann gar nicht eine ungerade Anzahl von Fehlern geben. Also man kann allein durch römisch 3, durch das, was da steht, vermeiden, dass aus Versehen Ihnen eine ungerade Anzahl von Fehlern durchrutscht, egal wie groß Ihre Blöcke sind. Das ist zwar eigentlich ganz toll, aber das ist das, was man in der Praxis dann meistens aufgibt für die anderen Sachen, die wichtiger sind. Und das Wichtigste eigentlich sind diese Burst Errors, von denen ich schon erzählt habe, also Bündelfehler. Sie haben ein ganzes Stück, wo alles falsch ist, also wo Fehler an Fehler sich reiht, was ich Ihnen ganz am Anfang hingemalt hatte. Burst Error der Länge, sagen wir mal k, und das Einzige, was Sie brauchen, ist, dieser Fehler darf höchstens so lang sein, wie Ihr Generatorpolynom breit ist. Das heißt, der Fehler sieht dann so aus. E von x ist dann x hoch i mal x hoch k minus 1 plus und so weiter plus 1. Also dieses hier sind die Fehler schön nacheinander aufgereiht und die sind irgendwie um i nach links verschoben. Das war dieses Bild hier ganz vom Anfang. Sowas wie hier, dass Sie einen ganzen Haufen von Fehlern nacheinander haben. Das würde als Fehlerpolynom so aussehen. Und jetzt müssen Sie sich wieder überlegen, wie kann ich es erreichen, dass mein g, mein Generatorpolynom, nicht ein Teiler von diesem Ding ist. Und das bedeutet, es darf weder ein Teiler von dem noch von dem sein. Dass es ein Teiler von dem hier ist, haben wir schon vermieden ganz am Anfang, indem wir kein Monom gewählt haben. Und ein Teiler von dem hier kann es auch nicht sein. Das haben wir uns nämlich auch schon überlegt. Das war unsere Überlegung römisch 2, glaube ich. Das war die Überlegung römisch 2, dass es deswegen nicht ein Teiler von dem hier sein kann, weil der Grad zu klein ist. Ganz, ganz simpel. Das hat überhaupt nichts mehr mit Algebra zu tun. Also das ist nicht möglich nach unserer Überlegung römisch 2. Also dies alles zusammen, diese Punkte römisch 1 bis römisch 4, jetzt mit großen römischen Ziffern, die da stehen, sind Beispiele für das, was man gerne für Eigenschaften eines Generatorpolynoms hätte, damit möglichst viele Fehler erkannt werden können. Wenn Sie es schaffen, ein Generatorpolynom zu finden, das all die Eigenschaften hat, die da stehen, dann erkennen Sie garantiert immer Einzelfehler. Sie erkennen garantiert immer zwei Fehler, die irgendwie verteilt sind. Sie erkennen garantiert jede ungerade Anzahl von Fehlern, egal wie viele es sind. Und Sie erkennen garantiert jedes Fehlerbündel, wenn die Bündellänge höchstens so lang ist wie Ihr Polynom, wie der Grad Ihres Polynoms. Leider, wie ich schon sagte, in der Praxis meistens nur 3 von den 4 Punkten erreichbar. Und typischerweise sind das die Punkte 1, 2 und 4. Also der dritte Punkt klingt zwar auch sehr schön und der ist leicht zu erreichen, aber wenn Sie den dritten Punkt haben, kriegen Sie meistens die anderen nicht mehr alle hin. Aber 1, 2 und 4 ist auch schon sehr gut. Und in der Realität sieht das dann zum Beispiel so aus, das Ethernet-Protokoll. Das erfüllt die Eigenschaften 1, 2 und 4. Und zwar mit folgendem Polynom, also das Generatorpolynom beim Ethernet-Protokoll, damit Sie es mal gesehen haben, müssen Sie jetzt nicht auswendig lernen, ist x hoch 32 plus x hoch 26 plus x hoch 23 plus x hoch 22 plus x hoch 16 plus x hoch 12 plus x hoch 11 plus x hoch 10, 8, 7, 5, 4, 2, 1, 0. Das ist das Generatorpolynom, was bedeutet wegen Eigenschaft 4, dass Bündelfehler erkannt werden bis zu einer Länge von 32 Bit. Also es können 32 Bit nacheinander alle falsch sein, trotzdem würde das Protokoll erkennen, dass was schiefgelaufen ist. Das ist schon ziemlich viel, allerdings habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt, wie groß die Blöcke sind. Framelänge. ...1514 Bytes, also Oktets. Das heißt, das muss ich jetzt ja mit 8 multiplizieren, wenn ich die Bits haben will.
Das sind 12.112 Bits. Also es werden immer verschickt 12.000 Bits und dann 32 Bit für das Fehlerpolynom. Dann wieder 12.000 Bit, dann wieder 32 Bit für das Fehlerpolynom. Damit Sie mal ein Verhältnis haben von Datenaufwand zu Korrekturaufwand. 32 Bit zu 12.000 ist wirklich nicht viel. 32 geteilt durch 12.000 ist ungefähr, der Taschenrechner sagt, 0,0264. Das heißt, ungefähr 1/4% der versendeten Daten sind Redundanz. Ein 400stel der versendeten Daten, das ist echt nicht viel. Ja, also das ist ein Beispiel dafür, wie das dann in der Praxis eingesetzt wird. Wenn Sie also irgendwas zum Beispiel mit Ethernet machen, Sie stecken so ein Stöpsel in Ihren Rechner rein, dann ist da entweder in der Software oder in der Hardware fest verdrahtet so eine Polynomberechnung, die mit genau diesem Polynom hier arbeitet und die Sachen macht, die wir eben als Beispiel mal durchgesprochen haben.